Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch Map vierfach in der Version 1.4 ohne Gräben. Ja. Leider ist das dieses Video nicht ganz so nahtlos dem gestrigen Nachmittagsvideo. Das liegt einfach daran, dass ich für die ursprüngliche Aufnahme, die ich für jetzt vorgesehen hatte, dass sie etwas gefloppt ist, weil ich mein Mikro deaktiviert hatte aus Versehen. Ja, sorry, tut mir leid. Ja, wir sind hier unten auf Feld 33 am Ansehen. Wir sind auf Feld 20 am Ansehen. Wobei Feld 20 könnte auch schon irgendwie fast fertig sein. Und wir wollen auf Feld 4 Saatgut ausbringen. Und ja, ich muss erstmal hier meine Sämaschine wieder auftanken. Da habe ich ja hier diesen tollen Überladewagen, mit dem das recht gut funktioniert. Und ich ziehe mal die Zeit ein bisschen hoch. Also mach die mal ein bisschen schneller. Damit wir einfach schneller fertig sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, bis dahin sind wir gekommen. Wenden wir mal kurz. Und so. Einstellen. Aber funktioniert. Boom. Okay, er ist hier am Machen. Ah, dieses AI Vehicle Extension, das ignorieren wir mal. Ja, ist doch schön. Er ist doch auch bald fertig. Hier, das ist mein Abfahrer für meinen Rübenroder, der im Moment nicht fährt. Weil er meint, er wäre mit der Arbeit fertig. War aber nicht. Ja, das ist meine Sämaschine für Feld 4. Was bringen wir denn auf Feld 4 aus? Mach mal wieder Hopfen. Mach mal wieder Hopfen. Ich glaube, ich einen Kurs. Nö, habe ich nicht. Okay, alles klar, machen wir einen neuen Kurs. Ja, kein Problem. Fahrtposition, aktuelle Fahrtposition, Vorgewende. Brauche ich 5 machen. Vorgewende scharf. Gucken, ob das klappt. Kreis. Auch mal 25 Meter, weil sonst floppt das hier ja komischerweise immer. Muss berechnen. So. Wo ist der erste Punkt? Da ist der erste Punkt. Können wir ihm ja sagen, er soll am ersten Wegpunkt ausfahren. Und machen wir da richtig schön viel Hopfen. Mal gucken, wie das mit den Vorgewänden so geht. Ja, den werde ich im Moment noch nicht los, den Drescher, weil da noch Hops drin ist. Voll blöd. So, da ist mein Terrados. Meint, er wäre fertig. Kann ich mal gleich mal zeigen, dass er noch lange nicht ist. Meine ich zumindest. Jetzt soll ich den mal hochklappen. Dann bin ich ein bisschen schneller. Ja, wegen diesem paar Rüben
Das meinte ich jetzt gar nicht mit, wir sind noch gar nicht fertig, aber erst am anderen Ende vom Feld ist er eigentlich noch gar nicht fertig. Da sind noch Üben. Üben. Seht ihr? Tierhaltungskosten. Oh, 36.850 Euro Betriebskosten für meine Fahrzeuge. Ich glaube, die muss ich mal alle reparieren. Ja, der Wahnsinn. Das ist ein Knast? Das so aus, ne? Wenn da Gitter sind. Und hier floppt das doch, wenn ich hier sage, ich will scharfe Vorgewände hängen. Geht doch niemals. Das geht doch niemals gut. So, wo hängen wir jetzt? Durchfahren. Sollte ja jetzt möglich sein, oder? Aha, okay, also abladen. Oh, Ferrari hört durch den Reifen, nee, doch nicht. Einmal überladen, bitte. Ja. Was? Glasaxion steckt im Verkehr fest. Ja, sicher das. Glasaxion ist gegen Baum gefahren. Dämlich. Also da könnten die Cosplay-Entwickler, ich weiß nicht, ob das möglich ist, so Kollisionserkennung, Kollisionsvermeidung und so, ob es da irgendwie ein Rezept für gibt, wie man das macht. Aber das ist auf jeden Fall nicht, noch nicht so hundertprozentig optimal, sag ich jetzt mal, ganz vorsichtig ausgedrückt. Voll. Dann können wir ja da die restlichen Rüben gleich auch noch mit reinklappen, bevor er dann wieder abfährt. Und abladen. So. Ein paar noch. Hier auch noch ein paar.
Dann haben wir es ja bald. Können wir hier wieder neu aussehen. Jetzt das letzte Feld, was noch nicht geerntet war. Wenn wir dann die Aussaaten alle in Gang haben. Im Moment laufen ja drei Maschinen gleichzeitig. Dann können wir uns mal um die Produktion kümmern, können uns auch mal darum kümmern, dass eventuell mal neue Felder gekauft werden. Und das ist gut. Eben den hier leer machen. Oh. Wunderbar, der ist fertig. Den bringe ich dann gleich zurück. Wobei, den können wir eigentlich auch hier oben in der Biogasanlage stehen lassen. Aus, macht keinen großen Unterschied. So, eigentlich kann der nämlich jetzt gleich abfahren. Finde ich. Dann kann der sich nämlich schön leer machen. So, er fährt ab. Schön. Dann können wir jetzt wieder in den Terra DOS wechseln. Reich. Sieht im Moment noch ganz gut aus. Ich will jetzt nichts sagen, aber. Da haben wir den Terra DOS. Den fahren wir jetzt schön hier zur Biogasanlage. Und stellen den da in die Halle. Oder sie kaufen uns da noch einen Kercher, machen den eben sauber, weil der sieht ja auch aus wie Schwein. Kann man den nicht eigentlich noch mehr einklappen? Oh, bin schon raus. Die brauchen wir ja eh meistens hier oben. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich da mit dem zweiten Terra DOS mache. Diesel müssen wir auf jeden Fall produzieren. Wir müssen ganz viel Raps produzieren. Ganz viel. So. B. Platzierbare Objekte. Kercher. So. Den machen wir jetzt erstmal schön sauber. Ernteeinheit, Schneidwerk, wie auch immer. Und dann hier den eigentlichen Terra DOS. Fahrzeuge nicht so dreckig wegstellen.
man schon ein bisschen Ordnung haben, ne? Mir war, wer war? Gehen wir wohl hin. Dann schön direkt hier gleich in die Halle stellen. Lassen wir vorne erstmal das Rübenerntewerk dran. So, fertig. Fertig mit Rübenernten. Wo ist der Abfahrer? Der müsste ja inzwischen zurück sein. Super. Achso, ja, klar. Da wollte ich hin. So. Auch einlassen natürlich. Müssen wir hier noch den Drescher abtanken. Da ist Raps drin. Jetzt müssen wir, damit wir den dann auch zurückbringen können und leer machen und so. Es war nicht viel drin gewesen, aber immerhin. Immerhin. Nämlich zum Hof, den müssen wir auch tanken unbedingt und sauber machen. Ja, haben wir. Wieder zu ihm hin. Auf welchem Feld sind wir? Auf Feld 7 sind wir. Ja, wo fährt er jetzt hin? Mal gucken. Ah, jetzt müsste er den Weg finden. Habe ich denn von Feld 7? Habe ich denn da keinen Kurs? Oh, wie das Eld, nee. Krass. Ja, und ich möchte vor allem natürlich auch eigentlich, dass er mir da gleich Bescheid gibt, weil ich will ihn ja gar nicht wieder ganz zurück hierher haben. So, ich möchte ja ein bisschen Kompost eigentlich holen. Und dann gleich Kompost wegbringen. Das macht ja auch Sinn. Ach, sagte nicht irgendjemand mein... Na siehste, er ist fertig. Schön. Und der nächste Class Axion ist auch fertig. Oder ist der das? Ach, das ist der. Schön.
aber auf Feld 1. Achso, erst machen wir ihn hier voll. Gut. Ich muss gleich mal eben zwischendurch gucken, wie weit der andere ist. Ah, okay. Kann ich hier noch. Was? Schalte den Motor aus. Einmal umgeswitcht. Gleich Motor aus. Einmal voll machen. So. Den beobachten wir jetzt eben. Dann kann ich mich da gleich mal Kompass mit einladen. Okay, hat er nicht, aber egal. Bin ja da. Kann ich ja übernehmen. Wunderbar. Dann kann die Ölproduktion auch bei Stadion für Chips. Mhm. 121.000, ja. Aber Öl können wir ja jetzt erstmal ganz viel, also Diesel, können wir ganz viel gebrauchen. Dann können wir hier auch mal ein bisschen Speiseöl machen wieder. Ja, der Case Optum ist schon wieder leer mit Saatgut. Kümmern wir uns auch gleich drum. Erstmal lade ich hier Kompost auf. Und ja, schön erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich bei euch. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, abonniert mich, würde mich tierisch freuen. Noch mehr natürlich, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet, wie ich schon erwähnt habe. 14 Uhr gibt es die nächste Folge. Und ja, folgt mir auch bei Facebook gerne, bin ich als Friesenjung13 zu finden. Und da kriegt ihr dann immer eine Nachricht, wenn ein neues Video veröffentlicht wurde. Ja, in diesem Sinne sage ich dann erstmal ciao.